Schauen wir mal hier bei Marius rein. Let's go. Ich habe nämlich auch mitgemacht. Auf geht's. Ich bin nämlich Teil dieses Ganzen, Leute. Jetzt schauen wir mal hier rein. Was hat Max der Krasse? Dankeschön. Kuss für deine 5 Gifteds, Max. Alhamdulillah. Eine Woche hat der nur gebraucht. Eine Woche, Digga. Hodenlump. Kuss, Dankeschön. Oh, Digga, Gänsehaut direkt. Check diese Animation. Digga, dauernd geht dieses bekloppte Shit in den Arsch, Bro. Es ist unglaublich, Alter. Schon wieder der Reaktor im Arsch, muss schon wieder gefixt werden. Oh, da ist Kevin. Marius, du bist geisteskrank. Du bist eine Maschine. Du bist eine Maschine, Marius. Danke, dass ich dabei sein darf, Bro. Vincent Lee, genau so eine Maschine. Wie kann das denn passieren? Also, ich hab irgendwie so umbringt. Beschissen. Ey, ja, Leute, Was ist denn hier? Bro! Irgendwer muss unseren Hausmeister gekillt haben. Da nur wir auf dem Schiff sind, kann es nur einer von uns gewesen sein. So krass. Es gibt einen Imposter unter uns. Und wer? Ich habe über die Camps gesehen, dass Reef bei Medbay rein ist. Richtig, ich habe gescannt. Ich war zum Beispiel mit Revi beim Storage Kabel machen. Ich habe Sascha bei Electrical geholfen. Ja. Ich war bei Admin und habe eine Steuern gemacht. Ich war bei diesem Cup-Ding. Also war es halt keiner oder was? Sascha war's. Ja, Sascha was? Ich hab so ein Gefühl, ich seh's doch. Nicht sein Herz. Hä, what the fuck? Ich gibt doch gar keinen Proof dafür, Bro. Ja, Jungs, was machen wir jetzt? Irgendjemand killt ihr Leute. Wir müssen es rausfinden, Freunde. Die einzigen, die überhaupt in der Nähe waren, sind Marius und Kevin. Sind für mich beides Sass. Irgendwie müssen wir aber herausfinden, wer hier der Imposter ist. Lass mal auf 3 Regeln einigen. Erstens, sobald jemand was Verdächtiges beobachtet oder eine Leiche findet, haben wir ein Meeting. Zweitens, wir müssen so schnell wie es geht dieses Schiff reparieren, Marius, um in die sichere Raumstation zu kommen. Marius. Drittens, außerhalb der Meetings reden wir nicht miteinander. Wer sich nicht daran hält, ist für mich automatisch verdächtig. Ah, okay. Revi geht gerade nach Navigation. Trimax. Kevin steht bei Admin rum. Marius geht von Medbay nach Upper Engine. Ach, schon wieder ein Task in Upper Engine, Alter. Let's go. Trimax, deine Stimme so los. Der kann ja gar nicht Voice Acting. Digga, warum brauchst du Dreckstone und immer so lange? Safe, oder? Hallo, du Trimax hier. Ey, holy shit, ich hab Marius halt tot in Upper Engine gefunden. Ich war in Navigation, hab diesen Drecks-Download gemacht. Das kann ich bestätigen, ich hab ihn über die Camps dahin laufen sehen. Also ich kann Kevin safe decken, wir waren beide in Storage und sind dann zusammen zu Shields gegangen. Und bei Storage haben wir auch noch Drew gesehen. Ja, Mann, stimmt, Bro. Wo bist du eigentlich hingegangen, Drew? Ich war bei Electrical am Renovieren, hab dieses 1, 2 oder 3 Ding gemacht. War noch jemand in Electrical? Nee, aber Upper Engine war halt auch einfach mal 30 fucking 1000 Kilometer weit weg. Wo warst du denn? Unge war mit mir im Reaktor. Stimmt, ich hab Sascha da gesehen. Warte mal, der Einzige, der komplett allein war und so kein Alibi hat, bist ja scheinbar du, Trimax. Du warst allein in Upper Engine, wo Marius liegt. Keiner hat dich sonst irgendwo gesehen. Was hält dich davon ab, Marius zu killen und einfach einen Self-Report zu machen? Ja, Mann, Alter. True. Stimmt. Bist du sicher? Ja, das würde ich Trimax zutrauen. Alter, wie seid ihr denn? Ich war das nicht. Ja, das würde ich natürlich auch sagen. Trimax, so lost, Digga. Wir müssen abstimmen, jetzt verraten. Abstimmen. Trimax war es. Alle von Trimax. Wer ist für Trimax? Ey, das ist ja ein kompletter Random-Vote. Raus okay, mit denken, Max. Ich bin's. Was wollt ihr jetzt machen? Vielleicht dich was im Schiff werfen. Ey Leute, das ist schon wieder komplett lost. Das könnt ihr doch nicht machen. Raus mit dem Hund, ja! Digga, das ist so krank. Hängt der jetzt wirklich seit 2 Stunden an dem Kartengerät? Das kann nicht sein! Dieses scheiß Kartending schon wieder! So, Knossi, so dumm! Er kriegt's nicht hin, er kriegt's Digga, nicht hin! Digga, steht Unge einfach nur so vor dem Bildschirm? Alter, dauert das Drecksteil lang. Ich schwöre, ich hasse das. Der also, steht ja immer noch da und macht nichts. Ey, wenn ich fertig bin und der steht einfach immer noch da, dann box ich den einfach. So, jetzt aber komm einmal. Komm, gönn! Ich raff aus, ich könnte nur noch kotzen. Unge ist es, ich glaube, es ist Unge. Ich weiß es nicht. Ich habe das Drehbuch von den anderen nicht gelesen. Ich weiß nicht, wer es ist, aber es sass auf Unge. Und Ju? Oh, Baby! First try! Oh. Jemand ist gewendet. Von Medbay zu Admin, geht das? Medbay an. Nee, geht nicht. Sascha und ich haben gerade Knossis Leiche gefunden in Admin. Ich wette, der hat wieder rumgestruggelt mit seiner Karte. Digga, es muss Unge sein! Der war die ganze Zeit mit mir in Medbay, der hat einfach keine Task gemacht. Sascha und Unge. Plötzlich ist er dann verschwunden.
Jungs, Sascha und Unge. Der ist es safe call. Ja, weil ich danach meine Task bei Weapons du hatte. Du machst doch keine Task. Also erstmal, June, ich sind safe. Wir waren die ganze Zeit in Comms und haben da Donut gemacht und Revi chill. Also Simon, was hast du denn für eine Task? Chill hier nicht. Ja, halt Asteroiden wegballern. Ich habe dann auch noch Sascha gesehen, wie der in Richtung Admin gelaufen ist. Und dann kam der... Mega sass, Unge. Du bist so verdächtig, Simon. Ey, wir können halt einfach gerade keinen ausschließen. Nochmal ein random Vote wäre stupid. Lass skippen. Okay. Ja, lass halt machen. Ja, finde ich gut. Mann, werft alle ein Auge auf Unge. Der ist es. Ich schwöre es euch. So krank gut gemacht, Mann. Sascha, ich hab gesagt... Sascha, wenn du die Luftschächter benutzt, dann hast du Knossi in Admin ja auch töten können. Oh mein und Gott. Über die Vents, über die Cafeteria, hättest du auch mit, zusammen mit Kevin unschuldig den Raum betreten können. Und ganz einfach. Regel Nummer 3. Außerhalb von den Meetings ist Sprechen verboten. Oh nein. Oh, fuck. Boah, es ist krass gemacht. Komm, lauf, 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 Schuh, Junge, lauf! Oh mein Gott, Unge, ich hab's gesagt, es ist Unge! What the fuck, Unge? So bad, er hat gerade von meinen Augen Ju gekillt. Ich hab's literally direkt gesehen. Ey, so unnötig, ich hab's euch letzte Runde einfach Leute, schon gesagt. Also ich werde jetzt hier ja, safe Simon raus. Ich bin auch mit Ju auf Storage gekommen, ist ey, safe. Ey, ey, alle Unge raus! Ey, stopp, Unge, stopp, raus! So, Simon ist jetzt weg und jetzt lass uns doch schnell den Rest reparieren hier vom Schiff. So geil, Digga, dass ich bis zum Ende überleben durfte auch. Ist auch krank lang, das Video, ne? Revi, ich hab den Body von Reeves gefunden. Storage, es muss Kevin sein. Junge, kann nicht sein. Als der Alarm losging, bin ich Richtung Reaktor gegangen. Und da war Reeves noch am Leben. Revi, oh. Bro. Bitte, verkack es nicht. Es kann nein, nur Digga, Sascha sein. Digga, es kann nur Sascha sein. Überleg doch mal. Ich hab so real. Leiche Alter, gefunden. Alter, ja, dann war es wohl ein Self-Report. Ist doch klar, Bro. Ich bin der Entscheider. Junge, verkackst du ihn doch, Sascha. Revi, Mann, es ist Kevin. Ich mach einfach den Random Vote, keine Ahnung. Ich schwör, einfach real. Wer ist rausgeflogen? Ich weiß es nicht mehr. Sascha! Ja! Ich hab das Geld geholt! Ich hab das Geld geholt, ohne es zu wissen! Ich bin der Held! Ich hab das Geld geholt! Ja! Marius angeschrien, Digga! Marius angeschrien! Holy shit, Bro! Holy shit! Und das Geile ist, ich wusste nicht mal, wie es ausgeht. Ich wusste es nicht. Alter! Marius, Winston Lee und an den 3D-Assistant. Größte Props, Digga. Was ist das für ein krankes Werk? Digga, der hat 55.000 Live-Viewer. Ja, moin! Digga, Marius, ich schwöre dir, auf deine Augen mögen Küsse niederhageln. Größtes Props der ganzen... Ich hab gerade einen Zahn ausgespuckt. Größte Props der ganzen Welt an dich, Marius. Verrückt, wie du das in einer Woche geschafft hast. Eine Woche, Junge. Das ist verrückt. Also wirklich, Marius, du bist ein Held. Du bist ein gottverdammter Held und ich gönne dir deinen verdammten Erfolg so sehr. Möge dein Kanal, inshallah, bis Ende des Jahres mindestens noch 500 bis 600.000 Abonnenten bekommen. Subbt alle bei Marius angeschrien hinein. Weil er ist ein überkrasser Ficker und der rollt das Game mit der Passion aus, wie man YouTube spielen sollte. Marius, ich küsse deine Augen. Du bist ein geisteskranker Hustler und du hast das so sehr verdient, mit der Größte in Deutschland zu werden. In einer Woche fetten Respekt vor dir. Fetten Respekt vor dir. Kuss deine Augen, Bro. Nächste Woche gibt's einen Film.